Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Claire. Ein Spiel, das ich von der lieben Goffi bekommen habe. Nochmal ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, und ich denke, wir wollen nicht lange Zeit verstreichen lassen, sondern wir starten einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott, normal Hard Nightmare. Oh mein Gott. Ich nehme normal. Schnell, ich brauche deine Hilfe. Die Musik dazu ist auch geil. Purple Friendship Bear? Was, der purpurfarbene Freundschaftsbär? Ich werde dir helfen, Claire. Claire? Wenn wir all unsere Energien zusammen benutzen, können wir ein magisches Portal zurück zum Süßigkeitenpalast öffnen. Sorry, dass ich das jetzt hier, das übersetze ich gerade frei aus dem Stehgreif. So in etwa haut das hin. So, das ist nicht genug. Wir brauchen mehr Power. Oh mein Gott. Vielleicht brauchst du ein bisschen von Harmonie? Hä? Ach so, der Blue Harmonie, der blaue Harmoniebär. Oh mein Gott, da kommen ja noch mehr dazu. Das ist geil. Okay, blauer Harmoniebär. You made it! Oh mein Gott, du hast es geschafft. Ha, ich lasse euch Leute doch nicht den ganzen Spaß haben. Es funktioniert! Gummibärchenpalast, hier kommen wir! What? Achso, wo geht ihr hin? Oh nein! Warum wurde ich nicht eingeladen? Was, der grüne Bitterbär? Gott, wie viele Bären gibt's denn da? Das könnte ja gerade in meinem Zimmer sein, was? Jetzt kommt wieder der purpurne. Fang nicht schon wieder davon an. Bitterbär? Ist das wie bei Dornröschen hier mit den eingeladenen Feen, wo eine sich beschwert, dass sie nicht eingeladen wurde? So, ihr macht das immer. Leute, das Portal ist. Was? Das Portal ist collapsing? Heißt das, sie öffnen oder schließen? Keine Ahnung. Claire, noch nicht! Hört auf zu streiten, Leute. Zurück, Blue. Leute. Claire, halt deine Klappe. Wir können das nicht weitermachen. Es ist vorbei. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ende der Diskussion. Ach du Scheiße. Ende der Diskussion? Nein, nein, nein. Ich denke nicht. Claire. Okay, und wir sind im Zimmer 3.33 Uhr, ist es perfekte Todeshorrorzeit. Und ihr seht, das ist alles so ein bisschen im, ja, ein bisschen Comic-Stil gemischt mit so einem, diese alten RPG-Maker-Spiele. Oder auch diese neuen RPG-Maker-Spiele. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, weiter geht's. Mami, Daddy? Oh mein Gott, und das ist Claire, sie hat eine Spange im Haar, juhu. Claire und ein Teddybär. Ethan? Wer ist Ethan? Please go away. Call for parents. Hide and get out of bed. Oh shit. Okay, wir werden schon gleich. Oh. I can't turn it. It won't open. Okay, es öffnet sich nicht. Sterben wir jetzt? Komm, wir schlagen das Fenster ein. Was? Was ist denn das hier? Mom, Dad. Also sie ist. Ja, genau. Guck mal, schwarze Schmetterling, wie schön. Okay, Ethan scheint vielleicht ihr Bruder zu sein. Was ist denn da auf dem Sofa? Ach, das ist ein... Ich brauche Mami und Daddy. Ja, da blinkt was. Press E to pick up items. Okay. E? You found a note. Ja, wir haben eine Notiz gefunden. Und wie kann ich mir die angucken? Ah, N. Dear Santa. Muss ich die... Ach so. Okay, lieber Santa, also Santa Claus, ja. Und das ist anscheinend von Ethan geschrieben worden. Oh mein Gott. Er möchte zwei Dinge. Furst. Aha, Furst möchte er. Okay, erstmal möchte er den blauen Harmoniebär. Claire lässt ihn nicht mit ihrem spielen, bis er selber einen kriegt.
Okay, also deshalb möchte er den größten, den Santa Claus ihm bringen kann. Und außerdem möchte er für seinen Vater not to be gone so much. Ach so, dass er nicht geht? Oder dass er nicht so viel weg ist? Ja, dass er nicht so viel weg ist. Claire und er vermissen ihn und er denkt, seine Mami vermisst ihn auch. Okay. Find Mami und Daddy. Oh, guck mal hier. Oh, eine Map. Oh, wir haben sogar eine Map. Und Items. Okay. Sieht doch noch alles ganz dufte aus für uns. Ja. Können wir hier noch irgendwas aufsammeln? Guck mal, hier ist ein Foto. Gucken wir mal, welche... Gott, was ist das für eine... Was ist denn das für ein Klo? Alter. Okay. Ihr merkt schon, es soll natürlich Horror sein, ne? Ich guck mal, wir sind voll... Okay, Daddys Auto ist weg. Guck mal, was soll das sein? Fledermäuse oder so eine dicken Motten? Ist hier eine Flasche zwischen den Containern? Okay. Sorry für meine stümperhafte englische Übersetzung. Ich hatte das völlig vergessen, dass das Spiel auf Englisch ist. Ich habe es kurz mal angetestet gehabt, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber ich wollte mir das aufheben, bis ich dann mal aufnehmen kann. Bis ich die Zeit habe. Flackernde Lichter. Ja, toll. Wieder alles kaputt gemacht. Ein Basketball. Ja, nimm den Basketball. Komm, wirf. Ja, okay, dann nicht. Ja. Guck mal, wir machen eine Reise. Claire, Mom, Daddy, where are you? Wo seid ihr? Im Todesschrein. Claire, sweetie, everything is going... Alles wird gut. Was? Mutti hat gerade gesagt, alles wird gut? Und jetzt sitzen wir plötzlich im Krankenhaus? Und pennen. Okay, ich muss aufhören zu schlafen. Ich muss aufhören, hier zu schlafen. Dieser Platz kriegt mich sonst. Meine Albträume kommen, wie sagt man das, geraten außer Kontrolle. Geht's dir gut, Mom? Okay, die Mutter liegt anscheinend hinter wie nennt man denn das? Hinter dem Vorhang. Aber gibt's da nicht noch diese Dinger im Krankenhaus oder so? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. So. Mensch, du siehst gut aus an diesem Morgen. Oh, ich habe vergessen, meine Hausaufgaben zu machen. Jeden Tag herzukommen, tötet mich. Die Mutter sagt nichts. Ich glaube, die Mutter liegt im Koma oder sowas. Tut mir leid. Ich bin gleich wieder da. Ich hole mir einen Kaffee. Ach, guck mal, jetzt ist... Was, ich kann springen? Komm hier, guck mal, Mom. Ich kann mit dem Kopf den Fernseher anmachen. Guck mal. Guck mal, scheiß auf Fernbedienung. Uhuhu. Guck mal hier. Oh, Kerze. Ja, guck mal, wie die Kerze durch mein durchsichtiges Hirn scheint. Mama, guck doch mal. Entschuldigung. Oh, nee. Oh, herrlich. So, die Vase fällt runter. Nee, tut sie nicht. Okay, ich soll... Okay, ich kann auch schneller rennen. Geil. So. Hier ist das Zimmer von unserer Mama. Ach, guck mal, hier können wir speichern. Und hier gibt es den Heiligen Gral. Die heilige Bettpfanne, oder was soll denn das sein? Ach, guck mal. A soothing calm washes over Claire. Oh mein Gott. So, ein Safe Game. Ja. Fall saved. Das ist ja easy peasy. Das finde ich ja schön, dass das hier so unkompliziert ist. So. Dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob mir jetzt immer angezeigt wird, wenn ich Gegenstände aufsammeln kann. Da ist jemand drin. Ich sollte nicht stören. Aber hier können wir rein. Jawohl. Okay, wir haben eine Batterie gefunden. Ja, hier ist so eine Trennwand und dahinter ist immer ein Lieger. Okay. St. Barbara. Okay, sie ist im Krankenhaus St. Barbara. Und wir gehen hier des Nachts, ich weiß nicht. Da ist ein Fernseher an drin. Also da drin ist ein Fernseher an.
Es ist immer so ruhig hier in der Nacht. Der gute Kaffee ist die Treppe runter. Ich muss den Aufzug nach unten nehmen. Okay, Journal. Find the bed break room. Okay, wir müssen den Pausenraum finden, um uns Kaffee zu holen. Aber Map gucke ich mir nochmal an. Nee. No map available. Okay. Gut. Ich hoffe... Was? Moment, was macht die, wenn man nichts macht? Die hat sich doch gerade hingesetzt, kann das sein? Ach, guck mal, wie ihr ganzer Oberkörper sich bewegt. Wie ihr Busen immer hoch und runter geht. Ist das normal? Meiner macht das nicht. Der Schlingel. Nee. Ach, guck mal. Ach so, und wenn sie... Dann fängt die bestimmt an, wieder komische Träume zu haben oder so. Okay, ich bin mir sehr sicher, jemand ist da drin. Ja! Purple Bear! Ist das die Story, die wir gerade hatten? So Glücksbärchen-mäßig? Oh, schön. Komm hier. Es ist draußen dunkel. Wie spät ist es? Wenn es in der Nacht ist, ist es logisch, dass es draußen dunkel ist, ne? Da ist jemand drin. Ich sollte nicht stören. Okay, hier liegt was. Ich sollte hier wahrscheinlich gar nicht sein. Und ich habe noch eine Batterie gefunden. Yeah. Das finde ich super, dass das hier wenigstens blinkt. Ah, hier ist der Aufzug, oder? Ja. Ach, guck mal hier, fette Monstermotte. Töten, töten, töten. Hier ist der Aufzug schon mal. Den haben wir schon mal gefunden. Okay, ich weiß nicht, wo dies hinführt. Also, wo diese Tür hinführt. Ey, na dann, gehen wir doch mal runter. Mit dem Todesaufzug. Also ich weiß nicht, was Rickety heißt, aber ich glaube, sie hat sich gerade darüber beschwert, dass das Gebäude alt ist. Oh mein Gott, chill out, Claire. Und das Telefon, wer ist da? How do you get this number? Do you want what time it is? Nehmen wir mal, wer ist da? Ah, they hung up. Okay, sie haben aufgelegt. Ich brauche dringend Kaffee. So, ein Rollstuhl. Ach, guck mal, wie schön hier noch der Kaffee ausgeschildert ist. Hier rein, da gibt's Kaffee. Und hinten müsste ein Grabstein sein und auch ein Pfeil. Der Tod ist da drüben. Der ist eine Tür weiter. Sorry, das war makaber. Aber hier gibt's Kaffee. Mal sehen. Mokka mit Karamellcreme und kleinen Marshmallows. Was trinkt die für Zeug? Es sind noch ein paar Stunden, bis die Schule anfängt. Ich sollte zurückgehen zu Mamas Raum. Punkt, Punkt, Punkt heißt, ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Hör auf, das vorzulesen und spiel einfach weiter, du blöde Kuh. Okay, mach ich. Ja, ich vermisse es, in meinem eigenen Bett zu schlafen. Rup. Da ist ein langes Memo über jemanden, der probiert hat, Seife zu stehlen. Aber was jetzt danach war, konnte ich jetzt gar nicht lesen. Mensch, die machen aber schnell weiter hier. Haben wir jetzt Kaffee getrunken? Ja, dann gehen wir mal schnell wieder zurück, ne? Wieder zurück in den unglaublich vertrauenserweckenden Fahrstuhl. Okay, ich sollte mit meinen Hausaufgaben anfangen, denke ich. Das war ein schneller Ritt. Also, es war eine schnelle Fahrt. Das sieht nicht aus wie der richtige Flur. Ich muss den falschen Knopf gedrückt haben. Da ist jemand drin. Das öffnet sich nicht. Und da weiß sie nicht, wo es hinführt. So rennen wir einfach mal wieder zurück. Gehen da. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Sind wir jetzt in der Silent Hill Parallelwelt? Was war das? Claire, ich habe mir Kaffee geholt. Please, bitte hilf mir. Warum kann ich mich nicht bewegen? Was ist das für ein Teil? Lass mich gehen. Stopp. Guck mal, da kommt noch ein Schäferhund! Mensch! Guck mal, wir haben noch einen Schäferhund! Wie?
Was kitzelt der uns denn da? Was soll denn das? Das kostet extra. Achso, ich muss ja weiter drücken. Woher kommst du? Unser Hundi, ist das unser Hund? Hey Hundi, folgst du mir? Folgst du mir jetzt? Sind wir jetzt für immer beste Freunde? Ja, Tatsache. Oh, der Hund hat uns voll gerettet. Oh, komm, wir können auf ihm reiten. Auf ihm reiten, in die Prärie. Na, wieso denn nicht? So ein Schäferhund, der muss das abkönnen. So. Nein, mein Handy ist kaputt. Oder Bastet heißt doch bestimmt hin oder sowas, ne? Alles, was ich habe, ist dieses... Ja, entweder hat sie jetzt... Ach nee, Feuerzeug. Genau. Anubis? Du hast mich gerettet. Moment mal, Anubis? Ist das nicht irgendein Name von... Von irgendeiner ägyptischen Gottheit oder sowas? Das hat sie irgendwie so an... irgendwo habe ich den Namen Anubis schon mal gehört. Ja, Anubis wird auch wie ein Pferd, wenn er muss. Aber, bloß wo bist du hergekommen? I don't care! Okay. Ich, kümmere mich nicht. Wir sind hier drinnen nicht sicher. Ja, sagt Anubis auch. Folge mir und, don't wander off heißt, glaube ich, so viel wie weich nicht vom Weg ab. Ich kann nicht so viel sehen mit, diesem Feuerzeug. Na, nimm doch die Kerze, die da steht, meine Güte. Okay, wir müssen entweder das Licht anstellen oder eine Taschenlampe finden. Also, sorry Leute, ich muss es mal kurz lesen und dann muss ich kurz überlegen, was es heißt. So, okay. Also, wenn wir F drücken, dann machen wir an oder aus. Und M ist die Map. Ach du Scheiße. Das ist ja nur ein Stockwerk, ne? Na ja, komm mal mit, Anubis, ne? Ich würde sagen, wir suchen erstmal was, wo wir speichern können. Ach, guck mal. Down the... Rabbit Hole. Down the Rabbit Hole. Das Kaninchen. Cute. Süß. Nee, rund, also das Kaninchenloch hinab. So viel heißt das. Ist das? Dort. Es gibt keine Möglichkeit, das alles zu bewegen. Dann spring rüber. Komm hier, nutz Blondie. Nein. Nutz Anubis als Sprungbrett. So. Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Probieren wir hier unser Glück. Boah, hier kommt dieser ekelhafte, fiese Nebel. Aha. Claire can push some interacts. Hä? Claire can... Wie pusht die denn? Ich drücke ja schon eh. Hallo? Stand da gerade noch irgendeine... Achso, ich muss... Achso, ich muss das... Ich wollte jetzt sagen, den Leiter ausmachen. Nein, ich... Feuerzeug, meine Güte. Das ist ja schon wieder ein grandioser Start. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich rede. Nach wie vielen Minuten Spielzeit? Ja, 18 Minuten Spielzeit. Gott, Emergency Room. Der sollte... Da sollte etwas sein in diesem Geschenkeshop. Ja, aber ich möchte gerne etwas speichern. Hier geht's. Hier können wir speichern, oder? Jawohl. Speichern, 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 speichern. Speichern, speichern. File saved. Jawohl. Und ich möchte sagen, ich beende hier gleich mal den Part, während wir unseren Hundi angucken und er uns anguckt. Was macht der eigentlich, wenn wir nichts tun? Der setzt sich, glaube ich, hin. Genau. Und wir hocken uns dann auch gleich hin, bestimmt. Und ich beende hier den Part. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, während der Hund anscheinend jetzt eingepennt ist. Keine Ahnung. Tschüss.